Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire. Schnauze, verpisst euch. Fuck, Alter, wie viele von euch sind hier unterwegs, Mann? Oh, scheiße, ich komme rein, wenn ich den nicht umbringe, ne? Hey, Kumpel. Achso, ich habe kein Ding mehr, hoppala. Entschuldigung, Kumpel, aber du musst weg. Ah, fuck you. Komm her, mein Lieber, komm her. So, rein da. Der ist der dann hier begraben? Der King Arthur? If McCollum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Ja, ja, keine Sorge, ich komm nicht näher. This is not a place for you, sir. Okay, ich muss eh da rum. Get the weapons ready! We found one! Ich hab keinen Bock auf die Spackos. Die können sich ihren Stock selbst in den Arsch schieben. Da ist er ja. Hey, Kumpel! Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCollum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCollum. It is within me to take your words as truth. I want to. But I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCollum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Cool. Können wir noch weiteres besprechen? Thank you. Indeed. What will the guard of Priwen do now? Will you stop the great hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. She is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Like me. I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. Why are you here?
The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Priwen. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Adieu. Until we meet again. Gut, dass ich ihn dann verschont habe. So. Wir könnten eigentlich hinten rumgehen, oder? Liegt die eigentlich immer noch da so offen rum? Klar, warum sollten wir das auch wieder vergraben? Wir haben das erste. Und so wie es von der Zeit her ausschaut, bekommen wir das zweite auch. Wobei ich ja glaube, dass man den vollen in A. Oh oh. Ihr könnt mich mal, ich habe keine Zeit für solche Luschis. Ah, das wurde im Prinzip auch kritisiert von 4Players, dass man einfach durchrennen kann, ne? Aber ich meine, ich bin ein scheiß Vampir, ich bin sowieso schneller wie die, also ist das eigentlich auch schon wieder legitim, nach meiner Meinung. Ach ja, lad mal, weil jetzt sind wir in Whitechapel. Boah, die habe ich jetzt gar nicht gesehen, die alte. Ey, die haben mich angekotzt, dumme Sau. Oh, fuck you. Ah, hier hinten dürft ihr mir nicht folgen. Hat die noch irgendwas zu erzählen? Good evening. Wang Shanghao, Doctor. Goodbye. Okay, Wang Shanghao. Ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie das Japanische hört sich besser an wie das Chinesische. Also, vielleicht kann auch sein, was es für die Animes her liegt oder so, weil ich halt viele schau oder geschaut habe. Deswegen finde ich die japanische Sprache, die chinesische Sprache irgendwie voll befremdlich. Ich meine, klar, ich lerne gerade Japanisch und so einen Scheiß. Aber trotzdem, irgendwie vorher schon. Ich kann zum Beispiel Animes, die wo aus China stammen, auch wenn die noch so cool ausschauen und ich mir denke, ey, boah, die würde ich gerne anschauen, ich komme mit der Sprache nicht klar. Überhaupt nicht. Ich kann die auch nicht irgendwie ignorieren, wie ich es bei der japanischen geschafft habe. So, ich bin gespannt, ob der mir die freiwillig gibt. Wahrscheinlich eher nicht, aber scheiß doch auf den Typen, weil dann machen wir halt. So, da sind wir wieder. Ihr habt ja gerade gesehen, ist abgestürzt. Ist jetzt auch das erste Mal, dass das passiert ist. Und warum steht da so ein Fergus? Fergus oder was weiß ich, wie der Typ geheißen hat? Halt, warte, hier ist doch mein Zimmer, ne? Sehr schön, da kann ich hier rumlaufen. Da brauche ich nur den Typen bekämpfen, auf den habe ich eh keinen Bock. So ein Scheißdreck. Jetzt bin ich gespannt. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. You are not welcome. Muss ich irgendwie außen rumlaufen und außen was finden, wo ich reinkomme? Wie der Vampir-Butler dann sogar noch so, Sir, Sie sind hier nicht willkommen. Oh, da ist immer noch die da. Hm,
Stimmt, da gab es ja noch den Hintereingang, ne? Haha, jetzt gibt's Dresche, Leute, jetzt gibt's Dresche. Ich bin jetzt gespannt, wie die reagieren, Alter. Wahrscheinlich durch mich nach oben kämpfen. Oh, scheiße, gegen lauter Vampire, Alter. Aber wir haben ja schon zwei oder drei erledigt von denen. Vielleicht ist nicht das ganze Haus voller Vampir-Kacke. Stürzt mir das Spiel ab, Alter, war ich schon Dreckszeug, ey. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak directly, are you from Ascalon? Improvise. I don't care! Komm schon, komm schon. Wow. Komm her. Oh, scheiße. Aber ich zieh den halt echt fast nichts ab, ne? Hey, warum, was ich nicht verstehe, warum kann er das so oft einsetzen? Scheiße. Was, der hat jetzt schon Witter? Das dauert ja ewig. Okay, wir haben dann fast, wir haben dann fast. Und her damit. Warum hat er mich jetzt erwischt? Boah. Er ist tot. Boah. Bitte letzte, bitte letzte, bitte letzte. Hä, der ist da gar nicht. Betrug. Finde Redgrave. Hättest du dann hier wahrscheinlich, oder? Ah, oh, was ist das? Ah, scheiß auf dem Ascalon Club. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. Blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me.
This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Wow, das ging schon ziemlich einfach. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, ich darf den umbringen oder so. Voll lame. Jetzt muss ich zu einem Tisch und muss das mischen. Und dann... Könnten wir es noch schaffen? Wir könnten es eigentlich noch schaffen zu der Harriet, ne? Und könnten sie heilen. Ja, aber hört mit der dann die Epidemie auf? Es gibt doch einen Auslöser. Vor allem, was hat die Lady Ashburn damit zu tun? Ist die jetzt wirklich einfach abgehauen? Das wäre doch total komisch. Oh nein, und tschüss. Das wird doch voll dämlich. Dieses Schild von diesen Spackos kotzt mich so an. Diese Vampire wären teilweise nicht mehr so stark, wenn die das scheiß Schild nicht hätten. So, finde einen Unterschlupf, um das Gegenmittel herzustellen. Nicht irgendein Unterschlupf, mein Unterschlupf. So. Zack. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, wieder. Ich wollte es genießen. Wir müssen zu den Docks. Das heißt, links rum, runter, links. Diese dramatische Musik. Die Musik in dem Spiel gefällt mir allgemein echt gut. Oh, diese Musik. Oh, ich bin zu weit gelaufen. Ich bin jetzt mal still, wegen der Musik, die gefällt mir. Really? Jetzt wo ich sage, ich bin still wegen der Musik, Alter, hört sie auf. So ein Scheißdreck. North Dock. Hey Skull. Wow, was für eine Lusche. So, wo muss ich hin? Gerade auseinander, genau. Sehr schön. Da hinten ist ein Wölfchen. Der wo rumbackt. Noch einen mitgegeben, bevor es lädt. Zack, zack. Da. Ja. So, da lang. Stimmt ja, wir können ja die Abkürzung nehmen. Das ist mir vorhin schon gekommen. Weil dann kommen wir direkt hin. Hä? Ach so, ja, das ist ja dann in der Kanalisation.
Ja. Jo. Na komm, lad. Da könnte man die Harriet noch heilen. Aber was ist jetzt mit diesem Schöpfer von mir, Alter? Das ist doch das Ding. Das ist doch dieser William Marshall. Und warum habe ich den bis jetzt noch nicht gesehen? Wahrscheinlich so am Schluss. Hallo. Hallo, Luke. Ich bin mein Vater. This place has been ransacked. Oh. Oh nee. They've all been slaughtered. Prewin. No, not their style. Oh. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Die Harriet ist durchgedreht, oder? Lebt die alte Bridget noch, oder wie hat die geheißen? Es wäre auch zu einfach gewesen, runterzugehen. Hallo Harriet, puff, Spritze ins Gesicht. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Hätte es nichts geholfen, sie einfach abzumurksen? Oh. Mein Meister. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Alter, laber kein Dreck, Alter. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Huh? I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier.
The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Boah, Alter, labert der einen Dreck zusammen. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final home. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. Oh, Alter. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Was für ein Depp. So Leute, jetzt ich muss jetzt hier an der Stelle jetzt leider aufhören. Ich bedanke mich jetzt wohl fürs Zuschauen und fieser Cliffhanger incoming. Macht's gut und Servus.